Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Plants vs. Zombies. Bewerte den Part und viel Spaß. So Leute, lange ist es her, aber ich hoffe, ihr habt das Spiel nicht vergessen. Heute bin ich mal wieder alleine und packe mir den Tripolinator ein. Verschießt Erbsen in 3 Reihen. Ja, dann eine Blume und die Schwächeren. Dann ein Seerosenblatt, eine Mine, weil ich sogar eine Minekraft spiele, und den Hagelzuckererbse. Was ist das denn für ein Name? Nur was ist jetzt besser, die Bombe oder der Stein? Ich nehme den Stein, den mag ich nämlich sehr gerne. Oh, Melio, ich mag dich auch! So. Boah, das ist echt lange her. Bestimmt eine Woche oder so, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ich weiß, dass man Blumen hinstellt. Und dann Sonne hat. Und ich werde, um die Zeit zu überbrücken, auf jeden Fall mit den Minen arbeiten. Pack's mal dahin. Dann ein Seerosenblatt und eine Blume. Fängt doch schon gut an. Und das ist halt auch so krass. Das Teil kostet 325. Ich werde auf jeden Fall 2 Reihen hinbauen. So. Mine, bitte. Hallo. Oh nein. Aber ich schaffe es noch. Das ist trotzdem bitter. Und die nächste Reihe. Ja, keiner braucht Viecher, die irgendwie rumballern. Ein dahin. Die Mine sollte jetzt auch jeden Moment wieder hochkommen. Ja, das war sogar knapp. Da kommt der nächste, sogar beim selben Feld. Dann hole ich jetzt noch da einen hin. Schafft er das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es mal aus, ich glaube schon. Ich glaube sehr fest an denen. Oh ja, 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 ja. Oh, werde ich hier gefüttert. Ich hab's einfach erreicht im Leben. Okay, jetzt ist fast überall zumindest eine Pflanze, die irgendwie mal was macht. Und als nächstes, eventuell, wenn mir das Spiel wirklich so viel Zeit gibt, den ersten Tripolinator. Komm schon. Nur noch ein bisschen, bitte. Danke. Und Tripolinator aktiviert. Und der schießt jetzt, obwohl er nur ein einziges Feld einnimmt, 3 Felder ab. Aber ich glaube nicht, dass er sonderlich stark ist. Der wird wohl so viel Damage machen wie eine normale Erbsenkanone. Also alles andere wäre ein bisschen krass. Aber ich kann noch einen hinsetzen. Ja, was los? Aber war so viel. Und noch einen. Und da kommt auch schon die allererste große Welle. Und ob ich da jetzt wirklich was gegen machen kann, kann ich euch nicht sagen, weil wenn da jetzt irgendwie so ein fetter Harry kommt, der da durchböllert, dann war's das auch ganz schnell. Oh, der trifft nicht! Oder? So, jetzt ist er oben, jetzt wird er getroffen und er ist tot. Okay, also das war dann wohl seine spezielle Fähigkeit. Also mit einem Seerosenblatt hätte ich den auch hervorlocken können. Allerdings auch nur für einen ganz kurzen Moment. Und ob der gereicht hätte, ich habe keine Ahnung. Ich hab schon wieder genug. Okay, alles weg. Aber was macht er denn jetzt? Ah, jo, der schießt natürlich jetzt nur einen in die Mitte und einen nach oben. Anders geht's auch gerade nicht. Da kommt da noch einer hin, da kommt noch was hin. Ich hab's jetzt gleich geschafft, glaube ich. Ich werde mein Geld jetzt auch investieren, um hier noch weitere Mauern aufzubauen. Wer weiß, wer da noch gleich kommt. Und da ich ansonsten auch keine großen Probleme habe, kann ich mir das ruhig erlauben. Oh, lol! Hey! Ey, das ist so unfair! Hör auf! Bitte! Danke. Kommen denn da auch Zombies hoch, wenn ich da schon was hingebaut habe? Oder sind die dann so fair und bleiben da weg? Können wir ja gerne mal testen. Oh. Oder auch nicht. Weil das war's. Eine Schlingtangpflanze. Wasserpflanze, die ein Zombie unter Wasser zieht. Ja, also wie der Kürbis nur unter Wasser. Oder die Mine. Genau. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Erbsenkanone zurückzulassen und stattdessen den Schlingtang einzupacken. Einfach, damit wir uns den mal angucken können. Und sobald ich den neuen Slot bekommen werde, nehme ich auf jeden Fall den Duplinator mit. Aber wir probieren es jetzt erstmal so. Los geht's. Sonnenblume aktiviert. Sonnenblume 2 aktiviert. 3 aktiviert. Aber was mache ich jetzt, Leute? Was soll ich denn dagegen tun? Vielleicht noch eine Mine? Das gibt mir echt so viel mehr Zeit und das ist für den Anfang extrem wertvoll. Und ich bekomme auch schon mehr, als ich ausgeben kann. Das ist cool. Dann kann ich jetzt da das Eisteil hinpacken. Ein bisschen mehr noch bitte, hier. Dann, ja, okay. Oh Mann, ey. Ich schaff das nicht, Leute. Oder, ja doch, okay.
Alles gut. Ach komm, bei dem baue ich eine Mine. Spare noch ein bisschen und investiere in den guten alten Triplinator. Da habe ich ihn auch schon. Dich packe ich jetzt mal dahin. Oh, obwohl, da sollte doch eigentlich das Eisteil hin. Hups. Aber ich habe jetzt einfach schon wieder genug Geld dafür. Krass. Dann die erste Pflanze dahin. Oh, dich gibt es auch noch. Schaffe ich das? Ja, obwohl, er wird gerade langsam gemacht und von dem Teil angeballert. Normalerweise müsste das doch gehen. Warte, das packe ich noch dahin. Auch wenn es sein kann, dass das manchmal im Wasser nichts bringt. Und davor kommen dann die Eisdinger. Zumal die auch getroffen werden, kurz bevor die ins Wasser hüpfen. Ein bisschen Geld sparen und dann noch einen Triplinator dahin stopfen. So. Symmetrie ist wieder hergestellt. Oh, lol. Da war ein Taucher, das sehe ich ja jetzt erst. Aber genau dafür ist das auch gedacht. Also, das ist ja klar. Dann ein Seerosenblatt. Ein Steinchen wieder. Ah, nee, komm, das machen wir jetzt mal richtig sinnvoll. Und noch einen davon dahin. Es lohnt sich halt absolut nicht, die nach unten zu stellen. Denn damit erreiche ich nur, dass er einen Schuss weniger abfeuert. Und noch einmal sparen, dann habe ich auch wieder den da. Ich hätte gerade zu gerne diesen Duplinator, damit ich die da unten oder da oben hinstellen kann. Die haben aber gerade absolut gar keine Chance mehr. Das ist so krank. Alter, der Taucher ist gerade nur gestorben, weil er kurz gehüpft ist. Und der Stein ist futsch. Wie konnte das denn passieren? Ey, nein, was macht ihr da? Hört doch auf. Ich brauche eine Mine. Oh oh. Warte mal. Machen wir mal so. Die Steine halten die gerade noch ab. Hier, so eine komische Wasserpflanze. Und, ach komm, hier. Dann stopfe ich dich da rein und bekomme einen Schlüssel. Was? Wofür? Dippy Daves Autoschlüssel. Jetzt kannst du den Laden von Dippy Dave aufsuchen. Hä? Du hast meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das bedeutet? Dippy Daves Krimskramsladen hat wieder geöffnet. Sieh dich ruhig um. Vielleicht findest du ja was, das dir gefällt. Diese Poolreiniger sind in Levels mit einem Pool eine zusätzliche Verteidigungslinie. Ist das einfach so ein Teil, was ich in den Pool reinstelle und was dann Sachen auflutscht? Ich verstehe das nicht. Dann das nächste Item. Dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus, der drauftritt. Pflanze sie auf deinen Duplinatoren, um MG-Erbsen draus zu machen. Sie verschießen 4 Erbsen auf einmal. Oh, anstatt 2 einfach 4 Erbsen. Hui. Pflanze sie auf deinen Sonnenblumen, um Doppelsonnenblumen draus zu machen. Sie erzeugen doppelt so viele Sonnen wie Normalsonnenblumen. Ja, da würde ich mir dann immer noch 1 Slot sparen. Aber das kostet ja dann auch wieder was. Also am allerwichtigsten ist auf jeden Fall der 8. Slot. Aber ich kann auch genauso gut mal eben das da kaufen und das da kaufen, weil das kaum was kostet. Und ich sowieso nicht genug Geld hätte, um jetzt hier irgendwie was von den größeren Sachen zu holen. Dann würde ich sagen, ab ins nächste Level. Das ist schon komisch mit diesen Zombies. Manchmal sind die echt winzig. Echt winzig und echt fies. Pass auf deine Schienbeine auf. Ah, das ist random. Cool. Oh, was ist das denn für ein Modus? Ach so. Aha, das hat das ersetzt. Normalerweise würde es ja da reinplumpsen und nur den vordersten töten. Aber jetzt macht's dann alles weg, oder was? Ich weiß es doch auch nicht. Hier. Tschüss. Und warum seid ihr jetzt so klein? Was bringt mir das? Brauche ich aber echt mal irgendwie was Stärkeres. Warte mal. Machen wir mal so. Das springt ja dann alle, genau wie... Oh Gott, was mache ich da? Ich mache es jetzt einfach hier. Das lohnt sich am meisten. Da noch einen hin. Da noch was hin. Und hier, komm, können wir alles platzieren. Aber ich kriege gerade nichts. Hier, zack. Alle weg. Was geht mit ihm ab? Oh Gott. Warte doch mal. Dann hier einmal kurz wegspringen. So, das lohnt sich. Auch noch schön im Wasser was hinklatschen.
Oh nein, wieder die absoluten Killermaschinen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch nichts dagegen. Hilfe! Gleich kommen die durch. Und da noch was hin. Also bisher geht's. Die kommen da zwar unten gerade alle durch, aber das ist halb so wild. Ich kann sie ja einfach wegspringen. Hier, zack. Dann noch die Steine wieder hinsetzen. Dann da auf jeden Fall noch was wegspringen. Alter. Und willkommen in der letzten Welle. Oh oh, oh oh, oh oh. Aber er schafft es. Sehr gut. Hier, einmal da was wegspringen. Da was wegspringen. Und da was wegspringen. Das war's. Zerstört eine ganze Reihe von Zombies. Ja, nee. Da finde ich es sinnvoller, wenn man die Kirschbombe mitnimmt. Okay. Dann bewertet den Part, schaut in die Videobeschreibung, da sind noch ein paar tolle Links. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.